Wir gehen rein. Neues Satta Hugo Video. Bitte weniger Papa Platte. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Abo, mach mal Eli seine Insta-Stories nach. So, Freunde, wir sind live. Typischer Donnerstag-Stream. Jetzt mit der Bruch-Challenge. Eli, Miki, Solution, alle dabei. Es kracht, Leute, es kracht. Wir gehen in Among Us. Immer am gestikulieren. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Okay, warte. Mal gucken, was die Kommentare sagen. Warte, wir scrollen kurz alle Kommentare runter. Wir gucken wieder, ob mehr Kommentare für oder gegen mich sind. Bitte weniger Papa Platte, Typ so unwitzig, okay? Mach Papa Platte Clips direkt an den Anfang, dann kann man besser skippen. Weniger Papa Platte, Amarchef Strobel, bitte. Junge, ich werde auf eine Ebene gepackt mit Amarchef Strobel, Digga. Kannst du bitte wie Chef Strobel auch anfangen zu reimen? KekW 3001, ich habe eigentlich ganz gern mehr als 200 Zuschauer, deswegen lasse ich das lieber. Boah, der hat gesessen, da muss selbst ich erstmal Luft holen. Ein typischer K.O. ist das. Kuss, Lennart, Kuss. Ja, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass jemand unter diesem Hugo-Video geschrieben hat. Bitte weniger Clips von Amar, Chef Strobel und Papa Platte. Digga, ich war auf einer Ebene mit Fick nochmal Amar, die Glatze, Digga. Ich hab extra für euch heute meine Glatze rasieren lassen. Ich dachte poliert. Und Chef Strobel, der in Valorant weint. Diffuse, 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 diffuse. Bro, what are you doing? Ey, bitte, Mann! Bro, ich kann nicht mehr, Mann! Dieses verfickte Drecksgame! Digga, die Tür ist komplett auch verriegelt, gefühlt. Also da kommt nichts durch. Ja, ja, das ist voll geil. Du warst nicht einmal aufs Klo, Digga. Wie komisch bist du denn? Ich pinkel mal gegen die Tür. Ich fass es nicht. Das ist der Türgriff. Digga, was hast du für eine Kacktür? Ich hab die gerade noch gelobt, diese Pfarrtür. Hol ich schon mal die Clips vielleicht? Oh, Bro, ich Digga, höre, das ist eine Kacktür. Was ist das denn? Chat, was ist da? Was hast du mit dieser Tür? Vielleicht auch mal bei Amad im Prime da lassen, damit er sich mal einen Handwerker leisten kann, der ihm den Henkel da ordentlich wieder anbaut, ne? Anbastelt. Was kannst du mit deinem Schläger? Hier, pass auf. Ich bin einfach der Fortnite-Kind. Setz uns einfach hier irgendwo in den Busch. Seit wann hat Noah Z blaue Haare? Okay. Aber sieht nice aus. Du beschissene Mistviech, guckst du an. Ich schlag das jetzt ab. Nein, ich hab's aufgehoben. Was soll ich damit machen jetzt? Ich weiß nicht, warum ich nicht hier an. Ja, ablegen, ablegen. Du kannst links irgendwie ablegen. Nicht werfen, ablegen irgendwie so. Ist down. Links unten, links unten. Der scheiß Mann, NPC. Was ist denn hier, Digga? Das hat sich mal verpissen, Digga. Irgendwann musst du bei mir abdrücken, wie jeder andere auch. Makimo schickt mir ganz schön oft Uhren, muss ich sagen. Er weiß ja, ich möchte meine Uhr nicht mehr tragen, die ist zu teuer geworden, die ist im Schließfach. Ich habe keine Uhr, möchte eine neue, günstigere. Der schickt mir schon ganz schön viele Modelle rum. Ein unglaublicher Weekend-Deal von Freitag bis Sonntag. Ein Kollege hat bei Marc 2 Uhren oder so gekauft. Jetzt habe ich den Kollegen getroffen und er sagt so zu mir, ey Digi, ich glaube, die Uhren, die ich gekauft habe, sind im Preis gesunken. Ein paar Tage später treffe ich ihn und er sagt so, ah Digi, ich habe Marc angerufen, meine Uhren sind alle so um 2.000-3.000 gedroppt. Und ich sage, ja und? Ist doch nicht schlimm, oder? Ja, nee, ich habe noch eine Uhr gekauft. Aber ich wurde noch nie von Marc gefragt, ob ich mal eine Uhr kaufen will. Marc, was ist da los? Sei ehrlich. Ich habe schon mal versucht, dich zu kontaktieren über jemand anderes. Wieso muss ich immer auf Madeira Uhren kaufen? Wie ist das so? Guck mal, ich kaufe auch Uhren, aber auf Madeira dann, weil ich nicht zu Marc darf. Wann ist es soweit, mein Lieber? Amar, es ist mir eine Freude, dass du hier bist heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Du siehst unglaublich gut aus. Du siehst unglaublich gut aus. Holy shit. Chat sieht unglaublich gut aus. Chat sieht gut aus. Sehr stark. Die Mods, die Mods brauchen eine eigene Kategorie. Das stimmt. Hast du Anna schon mal an der Mütze geleckt? Fragt der Motherfucker. Dann so ein bisschen abdancen, bisschen abshaken, Bachata, Salsa, Merengue. Ja. Ich will es jetzt auch machen. Chilischer Papier. Ach so, ich dachte, wir schlagen einen. Oh Mann, ist so lange. Also da haben sich wirklich zwei gefunden. Ich gehe, mach die Show alleine. Twitter-Trends! Welche Mütze hast du? Digga, falsch rum! Also das ist keine Mütze. Amar hat eine Glatze, falls du das meinst, Stefan. Was meinst du? Welche Mütze? Hier war doch keine Mütze, oder? Ah, du meinst die von dem Mod. Ach so, ah Gott.
Digga, White Mode, seid ihr völlig im Arsch? Ich erkläre es euch immer, seit Jahren. Oh, White Mode, ernsthaft? Du hast White Mode an. Alle so, oh, du hast White Mode. Ich habe übertrieben White Mode. Ich habe auf alles auf White Mode. Ich habe auf allen meinen vier Bildschirmen das Knallweiß. Schrecklich. Und dann hab ich noch diese einfach Flashbang. Welcher Mensch? Nee, ich kenne sogar auch auf Anhieb zwei Menschen, die fast überall White Mode anhaben. Ihr dürft euch jetzt angesprochen fühlen. Ihr seid eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ey, wenn ich bei diesen Personen auf die Geräte gucke, ich erblinde einfach fast. Denen ist es egal, ob ich mein Augenlicht verliere. Ah, ihr macht das, damit die Flashbangs euch nicht mehr blenden können. Ach so, jetzt habe ich das verstanden, endlich. Endlich klärt mich mal jemand auf, Lennart. Jetzt habe ich es verstanden, ach so. Und dann habe ich noch diese Lampen, wenn ich direkt reinschaue, blendet das schon sehr. Mhm. Also die Elgato Keylights sind zehnfach heller die als beim Model. Alles knallt hier weiß. Brutal heftig. Habt ihr jetzt mal gemerkt, ob ich irgendwann mal in all den Jahren beim Daily Stream einmal in smart meinem Leben müde war? White Mode gleich, du brauchst keine Keylights mehr. Ah, auch für Streamer. Hä, um Geld zu sparen. Smart. Oha, ihr nennt mir richtig gute Gründe, White Mode zu nutzen, hä? Nein, geht nicht, weil es hier drinnen so scheiße hell ist wie die verdammte Sonne. Ich raste aus. Ich mach das hier für euch im White Mode. Sonst siehst du aus wie er. Das ist Dark Mode. Und dann pennen die alle und gähnen und sind lasch und reden 10 Minuten nicht. Ich mache auch überall White Mode an. Ich bin Fan von White Mode. Du bist ein Psycho. Du bist einfach Psycho. Digga, der White Mode ist so white. Holy shit. Ist das so hell, die Switch? Es sieht wirklich nicht. Kevin, du bist so ekelhaft. Kevin, du bist so ekelhaft. Ekelhaft. Bro. Ach du Scheiße. Hier fehlen zwei Knöpfe. Die Tastatur sieht aus, als hätte er da dreimal draufgejisst. Junge, Kevin, einmal sauber machen vielleicht. Einmal sauber machen vielleicht. Junge, meine sieht auch respektlos aus. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Cam sieht. Ey, meine ist auch cleaner als clean, denn ich habe die sauber gemacht. Guckt euch die an. Factory new, würde man sagen, in CSGO. Wow! Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn die Tastatur mir zu dreckig ist, dann kaufe ich mir meistens eine neue. Ey, bei euch sieht die so gut aus, aber guck mal hier unten und so. Kleb an jeder Tastatur eigentlich dran. Aber die ist echt heftiger. Ja, okay, vielleicht ein bisschen dreckig. Digga, gehen die Tasten überhaupt noch? Das ist respektlos. Und von wem ist die Tastatur-Chat? Genau, von Hugo. Von dem Mann, der damals... Och Gott, ich kann das alles nicht mehr. Hugo, 16 Jahre lang keine Hygiene. 3 Jahre alt, aber immer noch aktuell, sage ich. Von Stegi. Ja, okay, vielleicht ein bisschen dreckig. Ah, perfekt, ich gucke im Chat, jemand schreibt, du so ein Kopf. Herzlich willkommen. Und anscheinend gerade offline gegangen, oder Carsten. Herrlich, einfach nur herrlich. Das Video hat mich komplett abgeholt.